Hallo zusammen, heute stelle ich euch das SL100 Headset vor. Es hat eine gute Verarbeitung, die Ohrmuscheln sind sehr weich und für die Preisklasse muss ich echt sagen, es hat einen richtig guten Tragekomfort. Also ich war echt positiv überrascht. Es ist wirklich sehr schön, lässt sich gut in der Länge anpassen an den Kopf. Soundqualität ist gut, vielleicht ein bisschen blechig, aber für den Preis kann man eigentlich nicht meckern. Die Bässe kommen eigentlich doch ganz gut rüber. Die hohen und die tiefen Töne sind eigentlich ganz gut. Ja, die Qualität ist völlig in Ordnung. Die Scharniere finde ich, die hätten ein bisschen strammer sein können. Es geht mir ein bisschen zu leicht hier, aber sonst eigentlich gibt es da keine Probleme. Bei dem Mikrofon habe ich zum Beispiel sehr positives Feedback erhalten. Die Leute verstehen mich echt super laut und deutlich. Hat eine tolle Rauschunterdrückung. Ja, ist auch sehr flexibel. Ist mit einem weichen Silikon ummantelt. Das ist einmal der Lautstärkeregler. Hier kann man das Mikrofon an- und ausschalten bzw. muten. Das ist auch schön laut, da kann man nicht meckern. Da müsste theoretisch jeder Einsteiger-Gamer sehr zufrieden sein damit. Anschließend könnt ihr das an allen aktuellen Konsolen. Ich glaube, bei der alten Xbox, da braucht ihr einen Adapter für. So, hier haben wir mal den 3,5-Inch Klinkenstecker. Das ist einmal der USB-Stecker. Der USB-Stecker ist eigentlich nur dafür da, um die Ohrmuscheln außen und das Mikrofon mit LED zu versorgen. Ich zeige euch das einmal. Ich habe jetzt einfach eine Powerbank, aber das spielt ja keine Rolle. Hauptsache es gibt Strom. Zack. So sieht es dann aus. Leuchtet schön, Mikrofon leuchtet hier. Ist ein nettes Gimmick, aber eigentlich braucht man das eh nicht. Wenn man das Headset auf hat, sieht man das Ganze sowieso nicht. So, dann kommen wir zu dem wichtigen Adapter. Ich nutze das Headset ja an einem PC und da ist natürlich der Y-Adapter sehr wichtig und der funktioniert auch einwandfrei. Angeschlossen. Einer geht dann ins Mikrofon rein, der andere ganz normal in die Audio-In-Ausgabe. Ja. Sonst, was haben wir noch dabei? Dabei haben wir noch ein Handbuch mit verschiedenen Sprachen. Auch Deutsch ist dabei. Deutsch, Seite 13. So sieht das Ganze dann aus. Ja gut, theoretisch ist es alles selbsterklärend. Ja, was mich noch gewundert hat, dass das Headset in so einem Plastikbeutel ankommt. Ich kenne es ja eigentlich von OVP-Verpackungen, aber gut. Wahrscheinlich wollte man da den einen oder anderen Euro einsparen. Ist ja auch völlig in Ordnung. Gut, wenn man das als Geschenk machen möchte, ist es natürlich ein bisschen schwierig. Da muss man sich noch einen Karton besorgen, wo man das Ganze dann vernünftig einpacken kann. Ja gut, aber sonst für den Preis kann man nicht meckern. Entscheidet selbst. Wie gesagt, die Qualität ist völlig in Ordnung. Okay, Leute, das war's von mir. Viel Spaß damit.